Heute, was geht ab, Leute? Hunger? PvP ist da. Man kann sich drüber streiten, wie Niantic das veröffentlicht hat, aber es ist offensichtlich, dass es ein bisschen untergegangen ist. Kann man, muss man zugeben. Ja, die letzten paar Tage, da haben wir eine Menge gestreamt. Jeden Abend nach Ungeklickt um 21 Uhr waren wir live und haben auf das PvP-System gewartet. Die Leute waren da irgendwie mehr gehypt im Vergleich zu, als es dann wirklich da war. Aber wir werden die nächsten paar Tage auch noch online sein. Jeden Abend immer 21 Uhr nach Ungeklickt. Ja, und da ein paar Kämpfe machen und uns mit dem System vertraut machen. So ein Gefühl entwickeln, welche sind gut, welche sind schnell, welche laden ihre Attacke schnell auf, welche Attacken ziehen viel ab, dies, das. Und bevor ich es wieder vergesse, hinterlasst ein Like, wenn ihr den Kanal und die Videos und mich supporten wollt. Ein Like bringt mehr, als ihr denkt. Und gestern waren wir live, ein paar PvP-Kämpfe gemacht. Ist sogar eine Neuigkeit gekommen, aber nicht das Weihnachts-Event, auf das alle, abgesehen vom PvP, gewartet haben. Nee, ist für dieses Wochenende was... Ja, schon sehr random, damit hat eigentlich keiner gerechnet. Dieses Wochenende sind Ho-Oh und Lugia wieder am Start. Beide natürlich in Shiny-Form. Wenn einmal ein Shiny da war, dann gibt es das für immer. Bei Raids ist halt so, dass es die Raids da nicht mehr gibt, aber rein theoretisch, falls es die Raids noch gäbe oder wiederkommen würden, dann gäbe es die auch in Shiny. Dementsprechend, zum Beispiel jetzt gibt es momentan kein Zapdos Raid. Oh, sagen wir Kyogre. Momentan gibt es kein Kyogre Raid, aber ihn gibt es ja schon in Shiny. Das heißt, jedes Mal, wenn er wiederkommen würde, ja, dann gäbe es ihn aber in Shiny. Dementsprechend Lugia und Ho-Oh wieder da und die gibt es dann in Shiny. Ja, auch da sind die Meinungen sehr gespalten. Ein paar freuen sich, die haben Ho-Oh und Lugia immer noch nicht. Was kaum zu fassen ist, da Lugia sehr, sehr oft bisher da war. Ich weiß nicht ganz genau die Anzahl, aber übertrieben viel. Also er war am häufigsten von den Legendären am Start. Und seien wir mal ehrlich, wer ihn bisher nicht bekommen hat, wird ihn dieses Wochenende wahrscheinlich auch nicht bekommen. Nicht böse gemeint, aber ist doch so, oder nicht? Auf jeden Fall, ja, noch eine Chance für euch alle. Entweder für den Dex-Eintrag oder für den Shiny-Eintrag. Oder für den 100er. Kann ja auch passieren. Und für alle, die es nicht interessiert, ich meine, ja, wir verlieren dadurch ja nichts. Ist ja extra. Falls es uns nicht interessiert, ja, dann müssen wir die ja nicht machen. Wir haben immer noch Cresselia. Auch wenn Cresselia auch nicht viele Leute interessiert. Und dann, nicht mal mehr nach dem Wochenende, nicht mal lange, da gibt es auch schon einen neuen Raid-Boss, der am Start ist. Auf den bin ich gespannt. Ja, das war's so. Das Video ist noch nicht vorbei. Das war's erstmal so mit Ankündigungen und Neuigkeiten. Ich gehe jetzt raus, denn ich habe einen Deoxys X-Raid. Potenziell zwei, aber auf jeden Fall einen. Shoutout geht raus an Murat. Er ist so mein X-Raid-Einladungs-Dealer. Jede Woche, fast jede Woche eine Einladung dank Murat, Mann. Murat, bester Mann. Ein paar Stops drehen, Geschenke und sowas brauche ich auch. Ich habe gestern nichts gemacht außer ein Raid. Und dann natürlich die drei, wobei, ich weiß nicht, die drei Standardkämpfe für die Belohnung. Ich habe bisher einen Sinnoh-Stein bekommen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie viele Sinnoh-Steine ihr schon aus den Belohnungen bekommen habt. Ich habe von ein paar gehört, die haben bereits 4 von 4 bekommen. Wobei, hätte man gestern die Zeit zurückgeschraubt, dann hätte man da nochmal die 4 Belohnungen abholen können. Also von vorgestern, gestern und dann heute. Also 12 Belohnungen wären bisher möglich gewesen. Ich habe bisher einen Stein. Manche haben noch gar keinen. Aber die Quote ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ja. Auf geht's zum Deoxys X-Raid. Wir sind angekommen. Moderne Pinakothek. Das ist klasse. Hier sind zwei X-Raid-Arenen nebeneinander. Moderne Pinakothek und alte Pinakothek, glaube ich. Pinakothek der Moderne, genau. Ihr wisst ja, vor kurzem wurden wieder X-Raid-Arenen hinzugefügt. Davor waren hier zwei, dann nur eine und jetzt wieder zwei. Die sind sogar noch näher zusammen als da in Unterföhring. Das ist schon krass. Eine Menge Leute am Start. Ist auch mitten in der Stadt. Schauen wir mal. Da hinten ist dann auch noch ein Cresselia Raid. An einer X-Raid Arena. Ich habe eh Raid-Mangel. Gestern einen gemacht, aber ich muss heute immer noch zwei machen. Und wir haben gestern einen gemacht. Das heißt, wir haben 994 Raids. Das ist der 995. Da hinten. Und dann heute Abend noch ein X-Raid und dann noch irgendwie ein Raid. Ja, wir nähern uns der 1000. Ich merke gerade, ich kann kaum reden. Mein Mund ist ein bisschen eingefroren. Das ist schon heftig, wie kalt es ist. So, in einer Minute geht's los. Murat ist noch nicht am Start. Ich weiß nicht, ob er es später macht oder zu spät kommt. Ich glaube, er hat eh genug Accounts, dass er es alleine schafft. Also, ich hoffe, er ist Murat. Bam! Genau zum Glockenschlag. Deoxys!
Also ich mag ihn. Er hat jetzt kaum Hype, aber ich mache gerne die Raids. Einfach rein, so wie es aussieht. Vorgeschlagene Gruppengröße 20. Ihr wisst ja, jetzt ist die Effektivität verändert worden. Kann ja sein, dass... Moment. Hallo? Alter. Jetzt. Kann ja sein, dass er jetzt solo machbar ist. Ich meine, zu zweit. Wie viel Restzeit hatte ich da? Ich weiß, Abso ist jetzt solo machbar. Mit Wetterboost. Alles dann, glaube ich, doch ein bisschen zu heftig dann. Unhöflicher Typ. Also die Augen haben sich getroffen. Er hat nicht mal gesagt. Nein, wir kennen uns nicht, aber man kennt sich vom Sehen. Und wenn sich die Augen schon treffen, kann man sich wenigstens zunicken. Go, go, go! Mission tappen, tappen, tappen. Tap, tap, tap. Wir haben letzte Woche unseren besten Dioxus bisher gefangen, ein 93er. Erstens, die Woche ist endschnell vorbeigegangen. Zweitens, ja, mal schauen, ob wir uns steigern können. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Boah, keinen einzigen Freund da gehabt. Murat, du fehlst mir, Mann. Ja, da machen wir direkt hier Gold. Kein Luxus für Spielereien hier. Krasser Unterschied, ob ein Freund mit dabei ist oder nicht. Break Nummer 996, legendär, wäre das. Da hinten ist auch noch ein Flunky für Raid. War ich immer noch lucky. Danach gönne ich mir den. Und dann schauen wir mal. Eine Menge Leute am Start, 19. Könnte getriggert werden hier. Wobei, hier ist Innenstadt, hier ist eine Menge los. Eine der letzten Chancen. Mal schauen.
Promos. Keine Freunde am Start. Alter. Das war's von mir, Leute. Ein X-Rate geschafft. Ausbeute mager. Zweiter X-Rate folgt noch. Seht ihr dann morgen. Ein Chrisele gemacht. Ausbeute auch mager. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie es bei eurem X-Rate lief. Ansonsten, heute Abend, Livestream 21 Uhr. Schaut vorbei. Ein paar PvP-Kämpfe und wie gesagt, die Meltdown-Box. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.